Ich werde heute über zwei verschiedene Stücke sprechen, die mit Sprache zu tun haben und gleichzeitig mit Komposition. War das Falsche? Oder gut ausgesprochen. Es kommt auch noch. Kaffee kommt gut. Das sind interessanterweise, das hat vielleicht ein Zufall, zwei, sagen wir mal Hörspiele, es sind keine Hörspiele, aber es hat etwas mit Radiokunst zu tun, zwei Stücke, die im Abstand von 25 Jahren entstanden sind. Das erste hat Ferdinand Schmatz schon angedeutet, heißt Zungenreden und ist entstanden im Jahr 1990, wie wir gemeinsam eingeladen waren im Kunstradio, im Studio RP4 gemeinsam mit anderen Schriftstellerinnen, zum Beispiel Marlene Schrelowitz war dabei. Genau. Und wer war noch? Da waren noch ein paar interessante, ein Skulpteur, ganz Walter Kron war dabei. Jedenfalls waren bildende Künstler, Literaten und ein paar Komponisten eingeladen, gemeinsam neue Formen des Hörspiels auszuprobieren. Und die haben im ORF, im österreichischen Rundfunk, ein neues digitales Tonstudio aufgebaut. Und das war sozusagen der Testballon. Also wir waren dann eine Gruppe von vielleicht 20 Leuten. Jeder hat einen Auftrag bekommen für ein Stück und wir haben dort das austoben dürfen. Und das Zweite, über was ich sprechen will, ist eine ganz neue Arbeit, die ist letztes Jahr entstanden. Die beschäftigt sich mit diesem Alexander oder mit diesem Ernst Herbig. Und dadurch, dass ich Komponist bin, arbeite ich zwar mit Sprache oft als kompositorisches Material, aber ich arbeite nicht als in dem Sinn wie Sie, indem ich Texte schreibe, sondern indem Texte auch Klang werden. Also mich interessiert immer diese Verbindung der Sprache oder des Sprachklangs mit dem musikalischen Ausdruck. Und deswegen werde ich Ihnen heute auch viel vorspielen und immer wieder die Sachen auch kommentieren, damit das dann halt auch nicht auch für Sie verständlich ist, was da eigentlich passiert. Ja? Okay, ich beginne jetzt einmal mit dem ersten Stück. Das ist dieses Zungenreden, was 1990 entstanden worden ist. Es gibt ein wunderbares Essay von Jorge Luis Borges aus den Ficciones. Die Bibliothek von Babel heißt dieser Text. Sehr bekannt. Das haben Sie davon schon einmal gehört oder gelesen? Da liegt jemand wissend. Ja. Da kommt jetzt gerade jemand, bitte reinkommen. Weil sie so wissend nicken, was ist das? Erinnern Sie sich noch an? Sehr gering. Sehr gering, aber was ist hängen geblieben? Bei Literaturwissenschaftsstudium, irgendwann. Okay. Was ist hängen geblieben? Erzählen Sie lieber. Ich erzähle. Also, das ist eine Geschichte. Sie kennen Borges, das war ein Literat und Denker, auch Direktor einer Bibliothek in Buenos Aires, blind, unglaublich belesen, gebildet, und seine Geschichten sind eigentlich so Fantasiegebilde, wo er bestimmte Theorien auch versucht, irgendwie literarisch umzusetzen. Und in dieser Geschichte von der Bibliothek von Babel geht es um die Frage, wie komme ich durch Kombination von Buchstaben zu Texten? Sagen wir es mal ganz allgemein. Und er entwickelt da so ein Gedankenexperiment, indem er sich vorstellt, dass durch die vollständige Permutation und Kombination von den 23 Buchstaben unseres Alphabets es möglich sein muss, alle Texte, die es gibt, zu erzeugen. Das kann man sich vorstellen, dass das eigentlich möglich sein müsste. Sogar meinen Vortrag könnte man mit dieser Methode erzeugen, oder das... Darf ich kurz was sagen? Ja. Es gibt sogar eine Auffassung von einem Informatiker, Taube heißt er, Taube, der gemeint hat, wenn man einen Affen, ja, also du bist der Affe auch hier, so, wenn man einen Affen lange genug an die Schreibmaschine setzt, wird irgendwann die Bibel rauskommen. Ja, also, das ist statistisch beweisbar. Genau, das ist auf jeden Fall möglich, wenn man halt genug Zeit hat. Ne? Das Problem ist, wir leben das ja nicht mehr, weil wir halt ein relativ kurzes Ablaufdatum haben und das Universum wird das auch nicht erleben, weil das auch ein Ablaufdatum hat. Es gibt Berechnungen, ich habe das jetzt mir mal zusammengeschrieben, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es gibt, wenn man alle Buchstabenkombinationen nimmt. Also es gibt 23 Zeichen im Alphabet plus Leerzeichen und Punkt, also 25 Zeichen. Und, ah, was wollen Sie?
Und die Kombination dieser Zeichen in einem Format, das der Borges vorgibt, nämlich ein Buch in einer bestimmten Größe, wenn man das sozusagen demontiert und diese Bücher erzeugt, wäre das um ein viel, 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 viel Faches größer als unser sichtbares Universum. Ja? Also das würde gar nicht in den Kosmos passen. Ja? Also insofern ist das eine Hypothese, die zwar unglaublich spannend ist als Gedankenexperiment, aber natürlich völlig irrelevant. Ja? Und ich möchte einige kurze Ausschnitte aus diesem Text vorlesen, weil der mich immer so besonders gepackt hat, was da für ein Kosmos aufgeht. Und zwar, ich lese gleich den Beginn. Ich darf mich setzen. Darfst du nicht? Das geht schon mit. Naja, vielleicht doch. Da hinten sieht man jetzt eh nichts, gell? Ui, ist das super. Okay. Also ich lese den Anfang vor. Das Universum, das andere die Bibliothek nennen, setzt sich aus einer undefinierten, womöglich unendlichen Zahl sechseckiger Galerien zusammen, mit weiten Entlüftungsschächten in der Mitte, die mit sehr niedrigen Geländern eingefasst sind. Von jedem Sechseck aus kann man die unteren und oberen Stockwerke sehen, grenzenlos. Die Anordnung der Galerien ist unwandelbar dieselbe. 20 Bücherregale, 5 breite Regale auf jeder Seite, verdecken alle Seiten außer zweien. Ihre Höhe, die sich mit der Höhe des Stockwerkes deckt, übertrifft nur wenig die Größe eines normalen Bibliothekars. Einer der freien Wände öffnet sich auf einen schmalen Gang, der in eine andere Galerie, genau wie die erste, genau wie alle, einmündet. Links und rechts am Gang befinden sich zwei winzig kleine Kabinette. Also er definiert einmal sozusagen, wie diese Bibliothek ausschaut, nämlich so ein Wabensystem. Interessanterweise wird das später auch von Umberto Eco aufgenommen, im Namen der Rose. Der beschreibt ja diese Bibliothek, die dann am Schluss abbrennt, und die ist eigentlich auch so konstruiert wie dieser Borges. Ne? Und in diesen Bibliotheksräumen befinden sich jetzt Bücher, die sind alle im gleichen Format. Und ich werde mir vorstellen, wie diese Bücher beschrieben sind. Er beschreibt jetzt, er stellt jetzt zwei Axiome auf über die Bibliothek. Die Bibliothek existiert ab eterno. An dieser Wahrheit, aus der unmittelbar die künftige Ewigkeit der Welt folgt, kann kein denkender Verstand zweifeln. Der Mensch, der unvollkommene Bibliothekar, mag vom Zufall oder von den böswilligen Dämonen bewirkt sein. Das Universum, so elegant ausgestattet mit Regalen, mit rätselhaften Wänden, mit unerschöpflichen Treppen für den Herumwandernden und mit kleinen Stufen für den sitzenden Bibliothekar, kann nur durch einen Gott bewirkt sein. Das zweite Axiom, die Anzahl der orthografischen Symbole ist 25, haben wir schon besprochen. Diese Feststellung ermöglichte es vor 300 Jahren, die allgemeine Theorie der Bibliothek in Worte zu fassen und das Problem zu entschlüsseln. Die formlose und chaotische Beschaffenheit nämlich fast aller Bücher. Jetzt beschreibt er, wie diese Bücher ausschauen. Eines, das mein Vater in einem Sechseck des Umgangs 1594 erblickte, bestand aus den Buchstaben MCV, die sinnlos von der ersten bis zur letzten Seite wiederkehrten. Ein anderes, das in dieser Zone sehr gefragt wird, ist ein reines Buchstabenlabyrinth, aber auf der vorletzten Seite steht: O Zeit, deine Pyramiden. Man ersieht hieraus, auf eine einzige verständliche Zeile oder eine richtige Bemerkung entfallen Meilen sinnloser Kakophonien, sprachlichen Kauderwäschs, zusammenhanglosen Zeugs. Und jetzt beschreibt er, wie es Menschen gibt, die diese Bibliothek durchforsten und alle Bücher sozusagen, die nichts taugen, also wo keine sinnvollen Texte stehen, die zu eliminieren, eine Arbeit, die natürlich uferlos ist und zu keinem Ziel führt.
Jetzt haben sie noch festgestellt, diese Forscher, dass es in der Bibliothek keine zwei gleichen Bücher gibt. Das heißt wiederum, dass die Kombination der 25 Buchstaben eine komplette ist. Es gibt also keine Wiederholungen. In der ungeheuer weiträumigen Bibliothek gibt es nicht zwei identische Bücher. Aus dieser unwiderleglichen Prämisse folgert, dass die Bibliothek total ist und dass ihre Regale alle irgend möglichen Kombinationen der 20 und so viel orthografischen Zeichen, deren Zahl, wenn auch außerordentlich groß, nicht unendlich ist, verzeichnen, mithin alles, was sich irgend ausdrücken lässt, in sämtlichen Sprachen. Nämlich alles. Die bis ins Einzelne gehende Geschichte der Zukunft, die Autobiografien der Erzengel, den getreuen Katalog der Bibliothek, tausende und abertausende falsche Kataloge.